So, ich befinde mich dieses Mal im Dschungel von Thailand, beziehungsweise auf einer kleinen Durchreise. Ich bin nämlich hier, um mich ein bisschen weiterzubilden, was die Vegetation angeht, wie der Umgang mit den Tieren ist und was es sonst noch für so Abenteuer zu erleben gibt. Und wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier aktuell gerade nur am Parken und ich bin so richtig am Öl, ne? Also ich bin so richtig durchgeschwitzt. Die Luftfeuchtigkeit, die wir hier haben, ist der absolute Hammer, ja? Die ist fast schon überwältigend. Wir haben natürlich am Anfang vorher unten ein kleines Hotel gebucht gehabt. Das war so ein kleines Dschungelcamp. Da kann ich ja gleich noch mal ein paar Bilder mit einspielen. Da haben wir ein paar Nächte verbracht, um uns zu akklimatisieren. Und sind jetzt dann eben hier rausgekommen und haben vorher noch jemanden besucht, der sich mit Schlangen auskennt. Der uns natürlich da noch mal eine kleine, ja, nennen wir es mal, Einweisung gegeben hat, wie wir und auf was wir da alles achten müssen und wie der Umgang ist, wenn wir einem solchen Tier begegnen. Denn die Chancen hier sind natürlich schon deutlich größer als bei uns zu Hause. Was besonders interessant gewesen ist, als der Mann mit den Schlangen gespielt hat, ja, so muss man es leider nennen, war es so, dass die Schlange ihn immer nur versucht hat zu attackieren, wenn er sich bewegt hat, stehen geblieben ist und direkt sich wieder weiter bewegt hat. Nur dann haben die Schlangen ihn angegriffen. Sein Tipp war also gewesen, wenn wir so einem Tier draußen in der Wildnis begegnen, einfach genau da, wo du bist, stehen bleiben und nicht mehr bewegen, falls der Abstand nicht mehr reicht, um den Schritt nach hinten zu machen. Das gilt in dem Fall jetzt halt für die normalen Kobras und dann natürlich auch für die Königskobra, die ja hier auch recht zahlreich ist und verdammt groß werden kann. Da ist es sogar so, noch einen Tacken schlimmer, dass wenn dich die Königskobra beißt, ja, die schnappt zu und lässt nicht mehr los. Das bedeutet in dem Fall Kopf abschneiden und mit dem Kopf dann zum Arzt und die machen das Ganze dann auf, um den Arm wieder zu befreien. Also das ist eine ziemlich krasse Vorstellung, ja, wenn man sich das einfach mal sacken lässt für einen Moment. Für mich als Taucher war natürlich dann auch das draußen, das Seeleben noch ganz interessant. Das heißt, ich bin dann noch tauchen gegangen, oder wir sind tauchen gegangen, die Kamerafrau und ich, also die Kasia, und haben dort dann auch wirklich ein paar spektakuläre Aufnahmen bekommen, beziehungsweise Tiere gesehen. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Ihr werdet sie jetzt gerade sehen. Ich denke, sie sind ganz gut. Und super interessant, auch die Schildkröte war super interessant, denn es galt, die Tiere nicht zu berühren, wie immer. Beim Tauchen wird nie irgendwas berührt. Doch die Schildkröte war irgendwie anhänglich und ja, sie hat die Nähe zu uns gesucht und hat uns auch im Grunde gestreichelt, wenn man das so sagen möchte. Ja, also das war wirklich ein spektakuläres Erlebnis und also wirklich ganz toll. Als das Ganze dann für uns hier weitergegangen ist, wir uns mehr akklimatisiert hatten, schon kleinere Begehungen vom Dschungel gemacht haben, auch mit einem Führer natürlich, wir sind ja nicht wahnsinnig. Das ist mir gleich mal vorab für jeden von euch, der die Idee hat, irgendwann mal hier hinzukommen oder einfach mal zu sagen, ich laufe in den Dschungel rein, das könnt ihr stumpf vergessen, ja, das wird nicht funktionieren. Wie gesagt, die Luftfeuchtigkeit hier, die war so brutal, also so richtig brutal erdrückend. Wir sind einfach nur in den Regenwald reingelaufen. Und das war sofort wie eine Dampfsauna. Die ganze Technik hat auch versagt. Deswegen mache ich jetzt dieses kleine Gespräch jetzt auch hier so ein bisschen an der Grenze zum Dschungel. Sobald ich nämlich reingehe, beschlägt hier alles. Und ja, es ist schlicht und ergreifend zu dunkel für die Kamera. Ich habe das hier versucht, für die, die sich auskennen, mit 5000er ISO hier irgendwas zu reißen. Kannst du vergessen, ja. Das ist alles Mist. Ich muss also das alles nochmal überdenken. Ich brauche andere Objektive. Und dann wird das vielleicht gehen. Die Ausrüstung, die ich hier benutzt habe, wie zum Beispiel auch diesen Wasserrucksack, der sich nun zum 100. Mal schon bewährt hat, den werde ich euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung packen. Schaut da also rein, wenn euch das interessiert. Das Teil lohnt sich wirklich und ist jetzt also auf meinem Kanal schon mehr als einmal erfolgreich getestet worden. Und bei der Luftfeuchtigkeit, glaub mir, so ein Teil brauchst du auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, mein kleines Video hat euch gefallen, diese kleine Reise, die ich hier begangen habe. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Schreibt mir unten Kommentare rein, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr eben eine Frage habt. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen, falls ihr nicht schon habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.